Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon, nicht Pokémon, Metroid Zero Mission. Das letzte Mal hatten wir Craig besiegt und deswegen gehen wir jetzt, sollt ihr vielleicht abschießen. Okay. Tut ihr es mir Damage machen? Nee, doch. Ist hier vielleicht was versteckt? Auf der Seite schon mal nicht. Ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht so viel Schaden bekomme. Und sollte vielleicht auch den Sprung da oben schaffen. So, jetzt. Aber hier scheint es... Ah, doch. Tatsache, hier gibt's was. Oh, man kennt sogar auf der Karte, wenn was im Raum ist. Dann ist da nämlich so ein Kreis. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. So, die geben mir wieder Energie. Ein bisschen zumindest. Und wir können uns den ganzen Weg wieder hocharbeiten. Sollte aber eigentlich nicht so schwer sein. Schließen wir uns da oben einfach ein Loch. So. Jetzt hatten wir es geschafft, okay. Wo dran sind wir jetzt eigentlich gescheitert? Ah, genau, da dran. Und diesmal besiegen wir die mit Raketen anstatt mit normalen Schüssen. Das dauert nämlich zu lang. So. Wenn ich mich richtig entsinne, müssen wir eigentlich nur noch raus. Da oben. Da unten und oben haben wir alles abgesucht. Ja. Dann können wir einfach wieder gehen. Wenn ich jetzt nicht immer wieder runterfallen würde. Eine Etage können wir hoch, dann müssen wir aber irgendwo speichern, bevor ich sterbe. Oh, es gibt ein Video. Aha. Das ist neu. So, im Endeffekt hat uns das jetzt gesagt, dass wir nach Norfair sollen. Da waren wir eigentlich schon. Aber anscheinend gibt es da was Neues. Dann können wir da auf jeden Fall nochmal hinrennen. Ach, wenn ich nicht immer an diesen Scheißteilen Schaden bekommen würde. Ah, genau, ich glaube, ich weiß, was das war. Da sind wir nämlich nicht weitergekommen, weil wir den Speedbooster noch nicht hatten. Weil hier oben sollte es Energie geben. Da frage ich mich immer noch, wie ich da rankommen soll.
Was gab es hier noch eine Stelle, wo wir nicht waren? Ich glaube, wir hatten nämlich da oben letztens ja schon unsere Aufladebeam geholt gehabt. Die sind aber wieder verloren, weil wir gestorben sind und nicht abgespeichert hatten. Da holen wir uns den jetzt schnell nochmal. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, okay. Richtig sind wir. Da gibt es auch noch was versteckt. Und ich denke, da kommen wir ran, wenn wir den besiegen. Unsere Energie wird aufgefüllt. Ah, hier. Und eine Mistel-Erweiterung. Alles klar. Oder, oh, da war auch noch was. Jetzt möchte ich natürlich rausfinden, was das ist. Ich denke, wir kommen eh noch nicht dran. Würde mich sehr verwundern. Die Gegner sollten neu gespawnt sein. Ist jetzt ein bisschen dumm. Aber stört mich jetzt auch nicht weiter. Die haben wir ja schnell besiegt. So. Und jetzt geht's hier wieder runter. Okay, wir sollten hier mit Anlauf so geht's wahrscheinlich nicht. Ich frage mich, wie ich da reinkommen soll. Weil ich kann mich ja nicht beschleunigen. Wird es bestimmt noch eine Möglichkeit geben, wo ich dann meine Geschwindigkeit speichern kann später. Und dann direkt hochkomme. Ich werde jetzt noch einmal kurz auf die Karte schauen. Okay, wir sind richtig. Hier kommen wir ja noch hoch, ohne uns immer festhalten zu müssen. Oh. Bisschen aufpassen. So, ich mache jetzt erstmal den unten platt. Dann schieße ich dich ab. Und den müssen wir warten, bis er ein bisschen besser positioniert ist. Dann kommen wir nämlich hier oben rein. Und dann können wir hier unten durch. Bringt uns das überhaupt was? Im Endeffekt komme ich auch da, nur dann da oben hin. War also Schwachsinn. Ja. War unnötig. Oder ich hatte da schon was eingesammelt. Jetzt gehen wir unten wieder an die Tür. Upsala. Den wollten wir besiegen. Oder sollten wir besiegen. So. Den platt machen. Und hier mit dem Wandsprung hoch. Ich muss hier nämlich noch ein bisschen üben. So schwer kann der doch nicht sein jetzt. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
Müssen wir hier lang? Ne, wir müssen auf jeden Fall oben lang. Das geht aber auch, indem wir hier lang fahren. Jetzt warten wir noch kurz, bis die Steine neu gespawnt sind. Und können hier speichern. So, jetzt war die Frage, warum sind wir da letztens nicht weitergelaufen? Ich denke, weil wir nicht gespeichert hatten. Wieder gab es nur Missiles, das bezweifle ich doch gerade. Okay, wir müssen von der anderen Seite ran. Jetzt kann ich natürlich noch kurz schauen, was da unten ist, aber ich bezweifle, dass da etwas ist, wo wir jetzt schon hin sollen. Wohin? Einmal durchrennen. Wollen wir da einmal durchrennen? Das ist die Frage. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube schon fast, es wäre sinnvoller, wenn wir einfach direkt nach Norfair gehen. Weil im Endeffekt finden wir da eh wieder nichts. Und da hätten wir nur unsere Zeit verschwendet. Kommt ja nochmal dieser Wurm? Oder haben wir den schon besiegt? Ich glaube, den haben wir schon besiegt. Auf geht's. Was ist das? Keine Ahnung, wahrscheinlich, ich weiß, glaube ich, ganz gut, was es ist, aber, Moment. Wo müssen wir lang? Wahrscheinlich da hinten hin. Ah ja, okay, ich denke, das erklärt sich von selbst. Wir machen hier einmal auf. Oh, in die Richtung geht's auch. Zack. Und schon sind wir da, wo wir hinwollen. Hier ist auch wieder Speed Boost. Dafür müssen wir aber hier erst alles wegmachen. Hier wird bestimmt auch noch irgendwas geben. Okay, da kommen wir nicht lang. Und dies besiegen wir mal gerade schnell. So. Einmal immer schießen, um sicher zu gehen, dass nichts im Weg steht. Da oben kommen wir nicht dran. Diesen Energie bekommen wir auch wieder. Oh. Was bekommen wir hier? Etwas Neues auf jeden Fall. Ah, der High Jump. Das heißt, wir können höher springen. Und ermöglicht Sprung mit Morph Ball.
Wir gehen da auf jeden Fall nochmal rein. Der füllt uns nämlich auf. Wie springt man jetzt mit Morphball? Ah, okay. Das macht auf jeden Fall... Irgendwie bezweifle ich, dass wir hier lang sollten. Kann der uns nochmal auffüllen? Jo, das kann er. Ich hoffe, ich habe gespeichert zwischendurch mal. Sonst müssen wir alles wieder neu ablaufen. Ich bezweifle, dass wir hier lang sollen. Ah, scheiße, wo sollen wir denn sonst noch lang? Da unten würde es Sinn machen. Aber ich habe jetzt nicht abgespeichert. Vielleicht geht es da unten noch weiter lang. In dem Gang, wo wir gerade waren. Da sollten wir eigentlich lang müssen. Und zwar hier. Ja. Bekommen wir einmal einen Missile-Container. Und kommen weiter. Da oben geht es wahrscheinlich nicht lang. Und hier haben wir schon wieder einen Schuss. Der zeigt uns direkt, wo es weitergeht. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich eh dorthin, wo wir vorhin waren. Nur, dass wir diesmal wissen dann auch, wo es lang geht. So, dann können wir ja auch jede Tür hier einmal ablaufen. Hier komme ich noch nicht vorbei. Ich denke, das ist ziemlich klar. Was uns auch... dementsprechend verhindert, hier runter zu kommen. Also sind wir instinktiv schon richtig gelaufen und wir gehen dort nochmal hoch. Oh. Das macht es natürlich leichter. So, dann gehen wir direkt an der Speicherstation vorbei. Können wir da oben nochmal speichern? Ne, das wollte ich nicht. Kann ich da irgendwie hoch? Bereich ändern. Select. Wo habe ich Select? Da, Prinzler. Da oben gibt es da eine Speicherstation. Auf mittlerem Weg gibt es eine Speicherstation. Dann gehen wir da noch hin. So, wir können uns hier die Abkürzung holen. Und dadurch, dass wir jetzt so springen können, wird es auf jeden Fall um einiges leichter für uns. Oh, da gab's sogar was. So. Jetzt ist die Frage, können wir... Oh, da unten war auch was. Können wir auch mit dem Morphball so schnell werden? So, erstmal müssen wir den besiegen.
Nein, ich glaube nicht, dass wir mit dem Morphball zu schnell werden. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Ah, hier geht's zurück, okay. Ja, keine Ahnung, wie wir das jetzt machen. Schauen wir uns später nochmal an. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, deswegen will ich jetzt schnell zur Speicherstation. Ich könnte auch einfach mal alle Gegner besiegen, die mir auf dem Weg begegnen. Aber das wäre Zeitverschwendung. So, dann speichern wir hier. Ich verabschiede mich und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Let's Play Metroid Zero.